Muchachos, wunderschönen guten Hallo, herzlich willkommen zurück zu meinem Video hier bei den Losers. Ich melde mich aus einem Solo-Projekt und zwar The Mortuary Assistant. Der Leichenhallen-Assistent heißt es, by the way, übersetzt. Ich habe mal gegoogelt vorher natürlich, vorbereitungsmäßig, ne? Der Deko, er ist immer top vorbereitet auf die Projekte, ihr wisst Bescheid. Mortuary heißt Leichenhalle. Und ja, uns haben schon sehr viele Nachrichten erreicht über YouTube-Kommentare, Instagram-Nachrichten, Twitch oder Livestream-Chat-Nachrichten im Allgemeinen, die nach Horror-Games fragen und sehr häufig auch tatsächlich nach genau diesem Horror-Game fragen, nach Mortuary Assistant. Und ja, ich dachte mir, lassen wir uns nicht lange lumpen, gehen wir mal direkt rein. Ich habe gehört, dass es wirklich sehr, sehr krass sein soll. Ich habe mir allerdings im Vornherein nichts angeschaut. Deswegen habe ich keinen Plan, was uns erwartet. Wir starten aber mal rein und erleben das Ganze mal gemeinsam. 1998 in Connecticut. There's nothing disturbing about it. It's just that it, glaube ich. Fast sicher, 98%. You've come so far. So. Okay, das sind wir anscheinend. Will you get a job where you are or they actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've River heard Fields? Things about okay. that place. Just be worried Dinge about it. Make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. Also Riverfield irgendwie mystisch. Gruselig vielleicht. Vielleicht gibt's Horror Stories über den Ort. Sicherheitshalber brauchen wir ein Kreuz gegen die Geister. Just take it, please. It should be yours anyway. Okay, sollte eh unser sein. Ist das ein Familienerbstück vielleicht? Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? Jetzt. I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Morgen! Okay, das heißt, jetzt? Vielleicht? Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Weil ich, wie gesagt, ich habe das schon sehr viel gehört. Es wurde von euch sehr häufig angefragt. Ich habe auch schon viele YouTube-Videos vorgeschlagen bekommen. Aber ich habe mir nie irgendwas reingezogen dazu. Ich habe allerdings gehört, dass es tatsächlich echt ganz schön krass gruselig sein soll. Mal gucken, ob ich das aushalte. Ich bin ja Profi mittlerweile, Horrorgame-Profi. Nach Outlast, nach Visage, nach Layers of Fear. Okay, da sind wir. Ein eigener Laden hier, oder wie? Hier hängt ein Zettel. Rebecca, ich habe vergessen, dir das zu geben. Bitte nimm einen Stift vom Tisch und unterschreibe es. Danke, Zoe. PS, viel Glück. Wer ist Zoe? Okay, Stift. Schnellauswahl mit rechter Maustaste und den Stift auswählen und unterschrieben. Okay, perfekt. Das war einfach. Oh. Oh, die Musik gefällt mir nicht, da liegt einer. Ich kann das Licht nicht ausmachen, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite weiß ich nicht. Ah, die Musik gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Oh. Oh! Wir können sich auch die Fenster aufmachen, da kommt Vogelgezwitscher hier rein, das ist gut. Rebecca. What? Great. Perfect timing. Oh. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Verwende die Fahrtrage, indem du... Das habe ich nachgeschaut schon, wie das geht. Extra Taste E für die Fahrtrage. Alter, soll ich die immer rückwärts schieben hier, oder was? Hä? Vorwärts kommen wir dann nicht durch. Wir müssen das rückwärts machen. Fick mich. Das heißt, ich muss immer, ja, immer mit dem Rücken zu der Leichenhalle gehen, oder wie? Ah, da ist ja schon ein Pfeil gezeigt. Den stellen wir hier hin.
Luke auf, das Ding rausziehen. Da geht er hoch. Da geht er rein. Ciao, Mr. Dalton. Es war mir ein Vergnügen, Sie kurz kennengelernt zu haben. Ah, okay. Und Klappe zu, Affe tot. Dorothy, einen wunderschönen guten Hallo. Hallo, gib mir die Trage. Komm, machen die Klappe, machen wir noch zu. Oh. Ah, Krematorium haben wir auch hier. Gut, vorbereitet auf jeden Fall. Machen Sie mal so. Klappe zu. Okay, alles ordnungsgemäß hier. Eieiei, Dorothy. Das sieht aber ganz schön. Ja, sagen wir, Dorothy ist alt geworden. Ja? Sie hatte ein langes, erfülltes Leben. Sieht aus wie eine Leiche jetzt. Surprise, surprise. Okay, Dorothy, da ist sie. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Okay, Clipboard haben wir. Ansehen, Leertaste. Verstauen, weg. Okay, jetzt haben wir hier angucken. Draufklicken, wenn irgendwas ist. Da, irgendwie Ausschlag an den Füßen. Das Fußpilz ist, Dorothy? Haben Sie Fußpilz? Auf der anderen Seite war er schon nicht so schön, ne? Aber der, hä? These old windows never stay latched. Okay, das Fenster ist zugegangen. Das hat in einem Horrorgame bestimmt gar nichts zu sagen, wenn das Fenster mal zufällt, oder? Muss man sich keine Gedanken drum machen. Was ist das? Hier ist auch irgendwas. Drehen kann ich den Arm auch. Da ist nichts mehr. Schulter. Hier ist irgendwie was. Kann ich aber nicht anklicken. Ist das nochmal extra? Nee. Doch? Nee? Oh, Dorothy. Was haben Sie denn gemacht? Okay, andere Seite. Der Arm sieht gut aus. Auf der anderen Seite auch alles nice. Nochmal hochheben. Hat sie auch noch was? Nope. Nur da drüben die Sache haben wir schon. Okay. Und Dorothy? Dein hübsches... Hat sie Mundgeruch oder was ist das hier? Ah, auch nochmal Ausschlag. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Okay, Anleitung, Netzwerk, Riverfield. Zur Eingabe von Informationen zu Leichen. What was that? Was? I didn't say anything. You alright? Okay. Yeah. Irgendwelche merkwürdige Sachen passieren hier. Weiß gar nicht warum. Aufzeichnungssystem klicken. Bereiche auf dem Klemmbrett mit entsprechenden Bereichen Computer abgleichen. Also irgendwie rüberziehen oder so. Rechter Arm ist nix. Linker Arm ist Ausschlag. Hier ist leer und übermitteln, oder? Müsste, glaube ich, so richtig gewesen sein. Oh, so ein Drucker. Schöner alter Drucker. Okay, Einbalsamierungsbericht. Bisschen Fußstapfen. Hier rein. Hier. Oh. Time to embalm. Check. Okay, haben wir. Alright. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Everything is on your list? Ah! Kiefer mit Nadelinjektor und Ligaturnadeln verschließen. Ja, doch, Chef, da habe ich schon mal Geschäft gemacht, Chef, das habe ich schon mal gehört hier. Nadelinjektor. okay. Nadelinjektor, Ligaturnadeln. Oh, da haben wir die Ligaturnadeln. Guck mal, das wird doch hier, langsam wird da ein Schuh draus. So, und jetzt, wo mache ich das hin? Warte mal, Kiefer war das, ne? Ziehe den Mechanismus nach oben und drücke die Injektortaste, um Haken in den Schädel zu treiben. Ja! Verdrehe anschließend die Drähte, um den Kiefer zu schließen. Ja! Alter! Ist das... Haben wir Leichenbestatter irgendwie unter den Muchachos? Wird das echt so gemacht? Hallo. Töte mich. Ich gebe dir mein Testament.
Okay, Schluss mit dem Lustig hier, ne? Das ist ja kein Spaß. Ich glaube, ich will einfach verbrannt werden. Lass das sein mit dem komischen Rumdingsen hier. Einfach in das Krematorium und verbrennen und gut ist. Was ist das denn jetzt? Okay. I can't hold anything else. Ja, super. Geil. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just... Klingt logisch. Herr Chef, ich hab das schon mal gemacht. Ich weiß genau, was wir machen müssen. Ey, das klappt ja sogar. I'm missing something. Hä? Also, das Ding ist halt, ich hab gerade tatsächlich gar keinen Plan. Hä, was macht man denn bei Leichen da am Hals, Alter? Hä? Oh, jetzt vielleicht? I'm missing something. Yates! I can't use that here. Jai, läuft das echt so? Und jetzt? Hä, das... wo kommt das denn her? Das ist da rausgesaugt jetzt, oder was? Also, ich würde gerne wissen, falls irgendwer von euch draußen einen Plan hat, wie viel von dem, was hier gerade passiert, ist irgendwie fürs Spiel und wie viel davon läuft tatsächlich so? Bekommt man echt so einen Schlauch an den Hals und wird dann abgepumpt oder was? Was ist das denn? Hast du das gerade gesehen? Hallo? Ich habe hier diesen gelben Marker hier, habe ich gesehen. Auf einmal läuft hier wer lang. Die Tür ist auch zu. Hä? Nee, ich will nicht drin bleiben. Führe den Trokar bis zum Anschlag ein. Aber wo kommen denn jetzt hier die Geister ins Spiel? Also bis jetzt ist ja, also bis auf der schwarze Schatten gerade. Der Schattenmann. Der da gerade sich irgendwo bewegt hat. There we go. Was soll ich jetzt machen? Korrosionsschutzmittel mit Entkalker mischen. Ach so, das ist zum Maschinenreinigen. Ach, ich dachte gerade schon, Alter, was zum Fick, ey. Tankreiniger, okay. Ich dachte gerade schon, das muss doch in die Leiche rein, Alter. So Entkalkungsmittel und sowas. Er guckt auch nur zu, ne? Ah, oben einfüllen. Jetzt reinigt der sich noch selber, okay. Ach, du ahnst es nicht. Ach, mit dem, okay, ja gut. Mit dem Gesicht, das, mit dem Tuch das Gesicht reinigen. Tell you what. What? Oh, ein Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Ja, Chef, also ich will, das ist schon Chef, also ich kann das gar nicht annehmen eigentlich. Eigentlich muss ich den ganzen Tag arbeiten. Also ich kann ja nicht nach 10 Minuten nachher wieder gehen, oder Chef? Also ich kann das auch gar nicht jetzt nachvollziehen, dass ich mich einfach nach Hause schicken, Chef. Ich kann hier, Bye. Jetzt soll ich, wie später was Holy denn? Holy shit, that was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was okay. Congratulations. Ich ahne schon, wo das hinführt. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Ach du Scheiße, Digga. Jetzt müssen wir mitten in der Nacht in die Leichenhalle, Alter. Jetzt kommt der Scheiß, oder? Jetzt werde ich hier richtig Maß genommen. Als ob sie jetzt die Schlüssel so weggelegt hat, Alter. Tod und Zerfall, ja. Das ist auch, was ist das denn für eine Bude? Ach, da. Ah. Schlüssel, Wohnung, Auto, Eingangstür von Riverfields, okay. Ja, kann ich die mitnehmen? Temporäre Gegenstände. Okay. Boah, geil! Boah, also, gut. Ich meine, jetzt weiß ich immerhin zumindest schon mal, was ich mit den Leichen machen muss. Zumindest, wenn es immer das gleiche Prozedere ist. Ja. Ja.
gar nicht gruselig. In der Leichenhalle, nachts um 23:30 oder so. Vollmond. Und ich bin allein, oder was? Alright, guess I'll head to the back and get started. Ich sag einfach, das war ein Geist. Was war das? Warum erschreckt sie sich? Hier war doch gar nichts. Fick mich. Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Was? Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone it? Bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. Der steht mir vor der Tür. Rebecca, I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. Stay calm, okay? We embalm, file the paperwork. Das ist er doch, oder? Der telefoniert doch gerade, oder nicht? Normal day. Oder eine Hand am Ohr. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Oh, damn it, what the fuck? Hä? This is insane. Okay. This is so stupid. Hä? Just some hazing for the new girl or something. Just nur Schlüssel, Kassettenrekorder. Wie, also er läuft jetzt draußen rum und hat die Tür abgeschlossen und ich muss drin bleiben oder was? That's not it. Oh nein, das Licht geht an. Oder aus. Oh nein. Oh nein. Oh nein, gar nicht gut. I don't like. All right, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. Ja! To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. Okay, Gaia, here we go. I recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body and get started. Das hier ist das Wichtigste, oder was? Was ist das? Okay. Fick mich, was soll das denn sein? Ach du Scheiße. Gut, ist das jetzt der Code ist für den Spind oder für den Lachs, den ich gerade gefunden habe? Dachte ich mir auch schon. 5953. Ach du heilige Mutter. 5953. Er meinte doch, irgendwas ist hier mega wichtig dran, weil da alle Dämonenlachse drin sind oder sowas. 5953, habe ich doch eingegeben. Ah, das ist wohl meine. Raymond hat mich gebeten, die restlichen Materialien für die Einbalsamierung nachzufüllen, aber er ist so geheimnisvoll, dass ich gefühlt täglich andere Anweisungen bekomme. Tut mir leid. PS, könntest du ihn bitte bitten, mich nicht mehr Zoe zu nennen? Niemand nennt mich so. Papier und Bleistift kann verwendet werden, um zu überprüfen, wie weit die eigene Besessenheit fortgeschritten ist. Okay.
The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion. Crummy old building. Used, and most importantly, in here. All the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. Ja, wo finde ich das? You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Aber wo ist denn die Database, Junge? Der Code dafür ist hier, aber wo ist die Database? Ich brauche doch diese Demonic Name Database oder so. Wunderschön, Herr. Was war das? Zack Brennan oder sowas? Somit beginnt die erste Nacht. Zack Brennan war richtig. Noch relativ jung aus, der Herr. Und schön, wie die Füße wackeln. Ach du Scheiße. Alright, let's check you out. Okay, also eigentlich doch alles jetzt relativ chillig, oder? Ich weiß ja, wie es funktioniert. Hier ist, warte mal, Klemmbrett. Linkes Bein ist nix. Ha! Hä? Ist es dunkel oder ist was... Hello? Was? Job. I'm getting out of here. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 neuer, neuer Job. New career path. Fuck this. Ich kann nicht mehr gehen. Maybe. No. Maybe everything's fine. It's fine. No, I just Scheiße. I'm just seeing things. I need to get back to work. It's fine. Alter. Oh, ich kann sogar raus. Kann ich mal abhauen? Ich hör Schritte. Keine Schritte. Nein! Oh, you're kidding me. I can't believe him. Oh. What am I doing? Wer ist das? Wer steht da? Ridiculous. I shouldn't be out here. Hallo? It's my fucking fault. Get back to work. Okay. Abhauen wird wohl nix. Zu schade. Das haben wir schon. Oh. Hier ist nix. Hier haben wir das. Ganz mit der Ruhe. 36 war der erst. Das ist ein bisschen älter als ich. Kopfmutter mal. Rechte Schulter nix. Linke Schulter Fleck. Da. Linker Arm. Hämoglobin irgendwas. Und der Rest ist... Clear. Okay, damit sind wir fertig. Ja! Was? I need to file the copy up front. Was zum... Tiger! Nein, ich will das nicht. Ganz tolles Spiel. Danke, Muchachos, für den wunderbaren Vorschlag. Alles ganz gut, so läuft das. Ja, ja, wir machen unsere Arbeit. Was? Warum ist die Farbe so komisch? There we go. Wer, hallo, wo? Wer ist hier? Nee.
Nee, Mann. Hallo, hör auf jetzt. Tschüss. Sei ruhig hier, wer ist das hier? Oh, oh. Oh. Warte, jetzt brauche ich, Schläuche. Schläuche waren hier. Habe ich schon Schläuche? Ich habe keine Schläuche. Mitnehmen. Reagenz im alten Schrank. Warte mal. Sieht normal aus, würde ich sagen. Reagenz im alten Schrank. Welches ist der alte Schrank? Reagenz brauche ich. Hä? Im alten Schrank, im alten Schrank, im alten Schrank. Sag mal nicht, das ist hier hinten, Alter. Welche Licht? Flow Clean, Tankreiniger. Nee. 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 Mann, wo finde ich denn Reagenz? Was ist denn der alte Schrank? Ist doch das hier, oder? Unten irgendwo? Nee. Nee. Das auch nicht. Okay, das ist nicht der alte Schrank. Also das hier, würde ich sagen, könnte durchaus ein alter Schrank sein. Ah, alter Schlüssel. I can't use that here. Oh. Oh, fick mich. Ja. Banish a demon to hell. It must be bound to its chosen body and burned. Okay, warte mal. Hier hat's aber... Hier brennt es. Oh. Ja. Ah. Okay, wir haben so eine... Wir haben so eine neuen. Ah, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Wir haben so eine 9. Ist egal, wo ich die hinpacke? Ja, oder? Bestimmt. Jetzt brauche ich einen 9 von den Streifen, oder was? Doch, hier. Fick mich, was ist das? Das sieht aus wie ein P oder so. Ein P mit zwei Kringeln daneben. Okay, 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 okay. Soll schon fertig sein. Das Ding war das. Ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Plan, ob das irgendwie einen Sinn macht oder wichtig ist, auf welche Seite ich das irgendwie drehen muss, legen muss, wie auch immer. Okay, halt, stopp. Als nächstes musste ich... Was fehlte hier? Als nächstes musste ich Reinigungsmittel holen. Kann ich damit rausgehen? Okay, warum auch immer man im Kreis gehen kann, finde ich nicht gut, dass... Könnte bedeuten, dass ich weglaufen muss irgendwann. Okay, gerade gibt es aber keine weitere... Fick dich. Fick dich! Hallo? Hallo, Rebecca? Rebecca? What the? Ich kann doch den... Telefon nicht vertrauen, sagt der Typ. Müsste ich jetzt nicht eigentlich den Reiniger noch hier irgendwie einmal dran dingsen? Ich hab schon einen. Oh fuck, das wollte ich nicht. Ich hab das doch hier noch einmal gemischt mit irgendwas, oder nicht? Okay, gut. Dann. Ja, das doch, ich muss das doch mischen zu Tankreiniger. Ich bin doch nicht komplett behindert. Egal, ich versuche das mal so einzufüllen. Vielleicht klappt das ja schon. Scheiße. Weg und zu. Ja.
Okay, er will nicht gereinigt werden. Ist aber auch einfach lichtmäßig eine nicht so gute Voraussetzung hier, muss man sagen. Das sind Feuchtigkeitstücher, das sind die Schläuche. Wo sind die Infusionsbeutel? Ah, das hier? Ja, oder das ist gar nichts. Anscheinend ist das einfach gar nichts. Der ist auch leer. Also hier unten ist einfach komplett nichts. Flexback! Oh. So, das habe ich. Das muss hier gefüllt werden. Ha! Ja! Ha! Oh! Alter! Digga, da ist... Oh, fick mich, ey. Da ist mir aber auch hier... Alter Schwede, ey. Reiniger im Schrank in der Toilette zu Tankreiniger zusammenmischen und die Einbalsamierungspumpe füllen. Jetzt habe ich Tankreiniger. Okay, das hat geklappt. Ja. Tankreiniger. Der reinigt jetzt. Das läuft durch. Feuchtigkeitspflege auf das Gesicht geben. Leiche in die Kühlung bringen. Es wird alles gut. Es wird garantiert nichts passieren. Das ist alles nice. Es ist nichts passiert. Es ist alles gut. Hier davor. Ja. Zeigt mir das eigentlich? Okay, der Schrank ist leer. Damn. So, rausziehen. Zack. Reinschieben zu... Wir haben den ersten! Und hier ist der zweite. Okay, wobei... Das ist einfach gleich offen hier. Okay, Herr Timothy. Kommen wir nun zu Ihnen. Hoffentlich läuft das Ganze jetzt ein bisschen flüssiger. Aber eigentlich... Eigentlich muss ich sagen, es geht vom Ablauf her, das hinzukriegen. Vor allem, wenn man das Klemmbrett hat. Okay, erstmal untersuchen. Was haben wir hier? Arm haben wir schon mal. Arm. Drehen, nix. Bein. Wir sehen nix. Anderes Bein. Oh. Da klappert er wieder. Keine Zeit jetzt. So eine Beschäftigungstherapie für Geister oder was? Ey! Okay, schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht noch eine neue Rune hier. Für dieses Austreibungsbrett da. Dieses Ouija-Brett oder was immer das hier ist. Das ist ja nicht alles, was ich noch machen muss, ne? Ich muss noch... Die beiden Symbole da reinlegen. Die richtigen natürlich. Einmal ausfüllen. Guck mal, sind wir hier langsam. Ich komme hier. Wir kommen rein. Timothy Sharp. Alter 37. Ausschlag am Kopf. Rechte Schulter nix. Linke Schulter nix. Rechter Arm. Leichte Schürfung. Linker Arm. Hämangiom. Was auch immer ein Hämangiom ist. Zack. Übermitteln. Okay, dann kommt der Bericht nach vorne. Was war alles schön? Oh, die Tür hier wieder zu, das ist ein bisschen spooky. Ich muss sagen, es gefällt mir auch nicht ganz gut, dass die Tür da hinten offen ist, aber das habe ich jetzt vergessen. Ja. There we go. Zudrehen, wunderschöner Typ. Muss man sagen. Und jetzt die Augen. Aber ich muss immer einmal zu auf Pad drauf. Zu, auf, Pad drauf. Zu, alright. Zu. Okay. Gut. Dann kommen jetzt Einbalsamierungssachen wieder in die Pumpe. Dann der Scheiß hier noch. Methanol. Ja, und jetzt einmal von unserem wunderschönen unheilvoller Reagenz. Ja, guck mal hier, ne? So langsam hat er den Fadenwurm gelutscht, ne? Jetzt brauche ich die Schläuche, glaube ich, ne? Schläuche und ich brauche ja die Arterienklemme. Skalpell, weiß ich nicht. I already have one of those. Hab schon eins.
Einmal aufmachen. I'm missing something. Arterienklemme, jetzt die Schläuche. Ja. Okay, das läuft durch, das sieht wunderschön aus. Guck mal, das sieht man sogar, das Blut immer dünner. Und jetzt sind wir durch. Schläuche entfernen. Mit wieder zu. Als wäre nichts gewesen, ne? Als wäre nichts gewesen. Lecker, lecker. Oh oh. Alles gut. Ich glaube, langsam werde ich vielleicht ein bisschen besessen. Ich teste gleich nochmal das Rumscribbeln auf dem Blatt. Das sollte mir irgendwie zeigen, ob ich irgendwie mittlerweile selber besessen bin. Komm, weg damit. Oh! Ah, es klingelt wieder. Ich kann das Telefon... Hallo? Kann ich nicht vertrauen. Sorry, her name is Rebecca Owens. She's 14. She has a drug problem. Oh, Junge! I understand that. I need you to check them. I'll keep an eye out. Thank you. Wir was sehen. She has a drug problem. Hallo? Bin ich Rebecca? Ja! Rebecca! Rebecca! Fuck! Oh mein Gott, no. Wer ist das? Ist das der Chef? Gott, oh mein Gott. Fuck. Okay, don't worry. It's okay. I'll get you out of here. The police are just right up there. I'm coming back. I'm coming right back. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, Alter. Alter! Aber was war das? War das jetzt irgendein Flashback von dem, was ich erlebt habe? Oder war ich bei irgendwem anders dabei? Oder einfach nur so? Du Scheiße, ey. Hab ich. Ja. Tankreiniger. Ah! Boah. Alter. Das ging gerade sehr schnell. Wo ist die scheiß Rune? Die 9 hatten wir schon. Muss doch eine Rune sein jetzt. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oh nein. Okay, das nimmt Form an. Das ist, glaube ich, nicht gut. Die Frage ist... The door is open, ja. Hier vielleicht irgendwo? Irgendwo. Oh nein. Oh nein. Es werden doch irgendwann zwischendurch Sicherungen rausfliegen. Oh, fick mich. Aber die Frage ist doch jetzt, ich habe doch hier gerade... ...dieses Teil gehabt. Und es wurde instantly ausgelöst. Ich kann aber auf den... Es ist auch teilweise einfach so dunkel. So, ich meine, wenn jetzt hier oder da was eingebrannt ist, wie soll ich das sehen? Na, warum sehe ich hier nichts? Muss auch draußen sein? Okay, warte mal, was ist jetzt nächste Feuchtigkeitspflege? Okay. Wir packen das erstmal weg. Wir machen erstmal hier weiter. Ja, die Stirn, Nase, Nasenlöcher, Augen und Kämpfe. Die Elder, ne? Die hatten wir gerade auch schon mal.
Ada kommt ja auch jetzt, ne, als letztes. Kommt mir fast ein bisschen so vor, als hätte die Ada den Dämonen verschluckt. Außer es will die grinsen, das gefällt mir nicht. Was die für einen Gesichtsausdruck hat. Boah. Alter, Digga, als es sich bewegt hat, richtiger Schauer über meinen Rücken, ey. Den Lichtschalter an. Den Lichtschalter an. Nee! Elda! Halber, ey, ich brauch dieses dritte Fick mich, Alter. Dass dieses eine Symbol mir jetzt fehlt, ne? Das kann nicht dein Scheiß ernst sein, Alter. Wo ist es? Aber das könnte mir echt noch, ne? Das wird echt böse, Alter. Wenn ich jetzt verkacke, weil dieses eine Symbol fehlt. Habe ich echt ein Problem. Hier ist noch einer. Ist noch am Gesicht, Kopf, was auch immer. There we go. Haben wir. Ficken. Ich hoffe, dass mich das echt nicht... Nee. Alles gut, bitte. Was? Was sagst du? Bitte, Digga, ich will doch nur dieses eine Symbol noch haben, was mir hier angezeigt werden müsste irgendwo, Alter. Das eine habe ich ja schon, das zweite habe ich auch, aber das dritte, das ist irgendwie... Ist das nicht mehr da? Oder warum finde ich es einfach nicht? Ja, wenn das hier in der Decke drin ist, ne, und es einfach so dunkel ist, dass man es nicht sehen kann. Oder hier auf dem Boden, dann ich das... Verkrafte ich nicht, ey. So, okay, fangen wir an. Nadelinjektor. Die Dinger. Außerdem... Augenpads. Alles gut. Oh, die Gelbsucht, kann das sein? Methanol. Und das wundersame Reagenzzeug. Er hat rote Augen. Ich hab einen Talisman-Dingsbums hier. Digga, fick mich, ey. Ah, wobei, Schläuche. Einschalten. Nochmal mit dem Zettel rumgehen. Hier irgendwo noch ein... Also auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass der Dämon in Elda sein wird und dass wir Elda verbrennen müssen. Ich weiß halt nur nicht, ob das alles so richtig läuft jetzt hier. Vor allem, was ich jetzt hiermit noch machen muss. Ah, es wird immer besser. Ah! Oh! Fuck! Alter! Boah! Einiger. Noch keine Faxen hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist...
Digga, das ist nicht gut, dass es so still ist. Das. Ah! Das ist nicht gut. 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 Hol die Schläuche am Bett. Hol die Nadel aus dem Bad. Hol die Schläuche am Bett. Schläuche am Bett. Na, 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 na. Müssen wir jetzt hier irgendwie uns Crystal Meth ermischen oder was? Schläuche, Nadel aus dem Bad, finde das Feuerzeug, hol den Löffel. Löffel habe ich hier gesehen. Die richtige Reihenfolge machen? Fick mich, sieht so aus. Okay, warte, Bad. Alter Schwede. Abgefuckte Scheiße. Was sollte ich aus dem Bad holen? Oh, das Ding wahrscheinlich. Ja. Finde das Feuerzeug. So, es liegt doch entweder hier beim Bett irgendwo oder in der Küche vielleicht. Feuerzeug zum Gasherd anzünden. Hier ist ja sogar ein Gasherd, ne? Feuerzeug, haben wir. Löffel vom Couchtisch, haben wir. Find den vollen Beutel auf der Küchentheke. Ach, der hier. Frankfurter Applaus, bitte. Warum genau werde ich jetzt drogenabhängig? Oh oh. Ja? Nein? Nein? Digga, jetzt liege ich wieder draußen hier im Regen oder was? Hallo? Oh nein. Okay, wo fängt's an zu brennen? Hier? Es geht wieder aus? Feuer? Ah! Oh. Ein Set? Ein Set? Ein Set? Ein Set? Ist das das? Nee. Das hier ist das. Aber ich hab ein Ding nicht! Mir fehlt ein Ding. Eine Scheißrune fehlt mir. Noch ein Anruf. Hello? Meine Mama lässt dich rein, Alter. Digga, ich muss die jetzt verbrennen und ich kann nicht, weil ich das letzte Teil nicht habe, ne? Das triggert mich halt gerade schon echt hart, ey. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Egal, wir machen das jetzt. Was auch immer wir jetzt machen, ich habe keine Ahnung. Sterbe ich jetzt, weil ich alles fertig habe da hinten? Oh, das brennt auf jeden Fall schon. This is an order. Did I make it? Is it over? For now. Habe ich es geschafft? It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. Alter, fucking Falter. I think I'm fine. Are you sure? Alter Falter. You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so,
so long. What? What are you? Oh no. Oh, haben wir verkackt? Use the mark. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot. You can see worthless. Watch your face. Wir haben verkackt, wir sind besessen. And drink it as nuts from your pitiful brain. Worthless old shit. Oh. Sorry, Raymond. Ups. Okay. Also, wir haben herausgefunden, was passiert, wenn man ein Mal vergisst. Ne? Also eins von diesen Runen, von diesen Malen, haben wir nicht gefunden. Und deswegen hat uns der Dämon besessen und wir haben als Dämon dann Raymond umgebracht. Perfekt, okay, schöne erste Runde. Habt ihr das letzte Mal gesehen? Bin ich da einfach Brain-AFK-Kanon vorbeigelaufen oder war es einfach wirklich nicht zu finden? Gerne in die Kommentare, Muchachos. Was sagt ihr zu dem Game? Ich muss sagen, auf jeden Fall echt sehr gruselig. Sehr viele Jumpscares drin. Habt Bock auf jeden Fall auf noch eine Runde oder auch zwei oder drei, wenn ihr auch Bock habt, in die Kommentare hauen. Dann gucken wir mal, ob wir davon vielleicht noch mehr Folgen rausbringen. Muchachos, Küsse geht raus, bis zum nächsten Mal reingehauen und over and out.